Und das war jetzt ein schlechter Start, aber egal. Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Mittwoch ist es. Entschuldigt, ich hatte gerade einen Hänger mit den Zeiten. Ja, also herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, man könnte es nennen, ein kleines... Ja, ich weiß nicht, ob das an meinem Asperger liegt oder nicht, aber ich habe das oftmals und dachte, dann nenne ich das jetzt einfach mal einen kleinen Asperger-Talk. Gut. Also, worüber ich mit euch reden wollte, was ich euch erzählen wollte, ist, ich habe manchmal so Tage, da bin ich die selbstbewussteste Person, die ich so kenne. Also da kann ich wirklich, da kann kommen, was will, mich haut gar nichts um und ich rede mit Leuten, die ich gar nicht kenne und so. Und dann habe ich so Tage, an denen bin ich total schüchtern. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich bekomme dann kein Wort raus, also wirklich gar kein einziges Wort, wenn dann irgendjemand mich irgendwas fragt. Und also wie ich drauf komme, ist, ich war mit meiner Mutter beim Telekom-Shop und dann haben wir da, wollte ich was fragen. Und dann habe ich meine Mutter mit diesem, habe ich es nicht geschafft, irgendwas zu sagen. Und auch die Leute, die bei uns, also ich bin heute auch Leute im Hausgang begegnet. Und mit denen wollte ich dann auch was reden. Also die haben dann Hallo gesagt. Und dann bin ich da ganz verschüchtert und so, Hallo. Ja, ist da echt nicht rausgekommen. Ich bin dann, ich war wirklich total, also wirklich, das war voll komisch. Ich bin dann auch wirklich eher so jemand, ich bin dann auch in mich, also zurückgezogen und versuche dann irgendwie auch nicht wirklich aufzufallen. Ich laufe auch meistens etwas geduckt durch die Gegend und ich weiß echt nicht, wo es herkommt. Also das Ding ist, es kann immer wieder passieren und es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen könnte, es hat einen Auslöser. Also nicht, dass ich irgendwie an was erschrocken bin oder dass irgendwas passiert ist, sondern es ist irgendwie dann urplötzlich habe ich so diese total schüchternen Phasen. Und das Witzige ist, also es ist so, ich bin dann so wirklich so richtig schüchtern gegenüber allen Leuten, also jedem, der da draußen ist, aber kaum bin ich, fragt meine Mutter mich was, dann werde ich zur Quasselstrippe. Oder ich, oder sobald ich nach Hause komme, bin ich dann plötzlich wieder energiegeladen und total, total übermäßig selbstbewusst. Und wenn dann wieder jemand vorbeikommt, der nicht erst zur Familie gehört, dann passiert es mir dann doch wieder, dass ich dann plötzlich wieder so rübergehe. Also es ist wirklich so der totale Switch dann in dem Moment. Also es kann sein, dass meine Mutter direkt vor mir steht und ich mit ihr normal rede und dann kommt jemand und stellt sich neben meine Mutter und plötzlich gab's nicht mehr. Das habe ich schon, als ich ganz klein war, hatte ich dieses Problem manchmal. Also so mit, ja, seitdem ich 11 Jahre alt bin, habe ich das ungefähr, und ungefähr zur selben Zeit ist mein Asperger ausgebrochen. Deswegen hatte ich irgendwie immer den Verdacht, dass es miteinander zusammenhängt. Aber so einen richtigen Beweis habe ich dafür nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es davor noch nie hatte oder danach. Ja, danach ist ja jetzt. Also jetzt habe ich es, aber naja. Aber ich kann es nicht genau so datieren, wann diese Problematik angefangen hat oder ob es eine Problematik ist oder wie man das einfach formulieren sollte. Ja, was ich aber auch merke, ist, dass ich dann in dieser Zeit wirklich dann auch viel mehr Sorge habe vor der Welt da draußen, wenn man so will. Dass mir, manchmal macht mir die Welt da draußen einfach Angst. Aber es ist nicht wirklich die Welt, die mir Angst macht, sondern eigentlich eher so die Menschen. Und ich weiß echt nicht, wie ich das erklären soll, aber manchmal habe ich die Sorge oder die Gedankengänge, was, wenn ich auf Menschen treffe und die mit mir reden wollen und ich nicht weiß, was ich mit denen reden soll oder was die von mir wollen und was, wenn die dann so viel von mir verlangen, dass ich dann am Ende des Tages nicht mehr weiß, ob ich sie jetzt verletzt habe, ob ich ihnen wehgetan habe, ob ich ihnen nicht wehgetan habe, ob sie jetzt von mir was wollten oder ob ich etwas von ihnen wollte und so weiter. Und solche Gedanken schwirren mir dann irgendwie durch den Kopf und dann irgendwann ist es bei mir so, dass es dann wahrscheinlich so viel ist, dass es dann mehr oder weniger einfach zu diesem extremen Schüchternheit führt, die mich dann auch gar nichts sagen lässt. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, diese Videos hier zu drehen und das irgendwo draußen zu machen, weil ich nicht wüsste, ob ich da überhaupt ein Wort rausbekomme. Hier so in meinem geschützten Raum bei mir zu Hause ist das irgendwie recht einfach, recht machbar. Aber da draußen klingt es irgendwie schwieriger.
Wobei ich immer das Gefühl habe, dass alles, was da draußen in der Welt vor meiner Wohnungstür oder vor der Tür an sich vor sich geht, immer schwieriger ist als alles, was hinter der Wohnungstür ist. Naja, mich würde es mal interessieren, ob das anderen auch so geht. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also da würde ich wirklich gerne mal, bin ich mal wirklich gespannt, ob ich die Einzige bin, die da so dieses, wenn einem die Welt da draußen so viel Sorge macht, dass man einfach nicht mehr sagen kann, was man sagen will. Ja, und das Ding ist, bei mir ist es so eine ist es mal, ist es da und dann habe ich den ganzen Tag lang das Problem und dann am nächsten Tag ist es einfach wieder weg. Ich weiß, also es ist einfach dann plötzlich verschwunden. Gut, mehr kann ich euch dazu irgendwie gar nicht erzählen, sondern ich wollte euch eigentlich nur mal so erzählen, wie es mir damit geht und wollte mal fragen, eben, wie es der anderen damit geht. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch damit geht. Oder ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben an debell.read@outlook.com oder eben eine Nachricht auf Twitter oder Facebook. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, ciao.